Es bekommt ja eine Identität. Ja, und das ist das Schwierige an der Spiritualität. Ja, grundsätzlich kann man sagen, weil wir schauen halt auf alles mit einer wissenschaftlichen Brille. Ne? Wenn ich sage, pass auf, Bruno, 1 plus 1 ist 2, dann wirst du aber sagen, hey Thomas, ich sehe das aber von meiner Perspektive anders. Bei mir ist das 2 minus 1 ist 1. Und dann sage ich, das macht aber für mich auch Sinn. Wir sind also beide Agreement, ja, wir können das hin und her drehen, wie wir wollen. Das macht immer Sinn. Mit der Spiritualität ist das eben anders. Das ist halt dieser Touch am Elefanten. Man kann dann sagen, ich hebe jetzt hier eine Tasse hoch, ja. Ich kann das jetzt so hochheben, ne? Was du siehst, ist wahrscheinlich ein Rechteck. Ja, Ja? Ich von meiner klar. Perspektive sehe aber, es ist irgendwie ein hohler Kreis. Zylinder. Ja? Jemand anders, der sieht vielleicht einfach nur einen Kreis. Ja, das ist ja eben das Komische. Und jetzt da aber reinzugehen mit einer Identität, ne? Zu sagen, nein, ich bin Yogameister, ich bin Kakaozeremonie, ich mache Ayahuasca, weil auch das ganze Thema Psychedelika kann extrem toxisch werden, ja, weil diese ganze Community, die sich da eben gründet, ein anderes Beispiel, ich bin ein großer Fan von so Analogien, ja, man kann sich jetzt vorstellen, ich hab hier was vorbereitet, ich halte jetzt hier für die Zuhörer, ich halte eine kleine Stehlampe hoch. Ja, das Licht dieser Lampe ist zum Beispiel ein Guru, ja, oder eine spirituelle Praxis oder eine Community. Ne? Da ist ganz viel Licht. Ne? Jetzt habe ich hier ein Feuerzeug. Das Feuerzeug ist meine Seele, ist mein eigenes Licht. So, wenn ich jetzt dieses Licht quasi vor diese Lampe halte, was passiert? Es Man sieht verschwindet. nicht, Man sieht es nicht mehr. So. Also es ist ganz cool, mal mit einem Guru abzuscratchen, ja, oder mit so einer Community abzuhängen, aber ständig da zu sein. Du findest dein eigenes Licht nicht. Du musst dein Licht quasi ins Dunkle bringen.